Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch zu meinem letzten Vlog an diesem sonnigen Freitag. Ich zeige euch mal, wenn man es überhaupt sehen kann. Es ist trübe grau, es nieselt. Also so richtig schönes, typisches Sauerländer-Wetter. Ja, mein letzter Vlog. Ich habe mir auch schon was überlegt, aber das erzähle ich euch später. Ich bin wieder auf dem Weg zur Arbeit. Mein letzter Frühdienst. Und habe gerade gemerkt, dass ich meine Vlogging-Maschine für den anderen Kanal zu Hause vergessen habe. Da wird es heute wohl mal keinen Vlog geben oder nachher was Kurzes. Mal gucken. Was man nicht im Kopf hat, ne? Aber ich bin mit 6.39 Uhr, bin schon wieder relativ früh dran. Dementsprechend lege ich mich jetzt weg und mache mal ein bisschen Gas. Also Fakt ist auch, dass ab morgen sich die Menschen auf meinem Arbeitsweg freuen werden, dass dieser freche E-Biker nicht mehr unterwegs ist. Ja, das war übertrieben jetzt, Kollege. Ich fahre hier schon auf diesem Randstreifen. Ne? Gut, jetzt musste ich raus wegen parkenden Autos. Und der überholt noch 7 Meter auf der anderen Spur. Also manche Leute... Egal. Ja gut. 5.47 Uhr bin heute echt gut. Trotz roter Ampelphase. Ah ja, kann die Chefin heute mal nicht meckern. Ich sag jetzt dann einfach bis morgen, bis heute nachher. Ja, seid mir gegrüßt, ich bin auf dem Nachhauseweg. Vielmehr die Hälfte der Strecke habe ich auch schon. Und ihr habt es geschafft. Der Monat ist rum. Das war es erstmal wieder mit Vloggen. Zu einem Fazit komme ich auch noch. Da mache ich entweder ein neues Video oder Sonntagabend habe ich mir überlegt, live zu kommen. Dann starte ich mit meiner ersten Folge Hallo Heizi. Und dort können wir ja schon mal ein bisschen über diesen Monat quatschen, wenn ihr Bock habt. Von daher sage ich jetzt erstmal Ciao. So, meine Lieben, ich bin zu Hause. Mein Vlog ist quasi beendet. Ja, wie erwähnt, Sonntag überlege ich live zu gehen, Sonntagabend. Machen wir 21 Uhr. 21 Uhr ist gut. Sonntagabend, 21 Uhr komme ich live, dann können wir ja schon mal quatschen. Es wird noch mal ein Fazitvideo geben, was mir jetzt auch so aufgefallen ist in diesem Monat. Aber bleiben wir erstmal dabei. Sonntag, 21 Uhr komme ich live. Und dann können wir, wenn ihr Lust habt, auch schon mal ein bisschen drüber quatschen. Oder auch über andere Sachen, das soll dann offenes Thema sein. Von daher danke ich euch, dass ihr den Monat über dran wart. Mich ein bisschen beim Fahren begleitet habt. Mir hat Spaß gemacht, war mal wieder eine schöne Sache, eine kleine Abwechslung, auch mal wieder in Routinen reinzukommen, was das Filmen angeht. Ja, dann bleibt mir jetzt wirklich nur noch eins zu sagen. Bis zum nächsten Mal, euer Heizi, und steigt aufs Bike, macht was draus. Ciao!